Ich bin froh, dass ich die Damen im Mehrzahl nennen darf. Ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind, zu einem sicher spannenden Referat von unserem lieben Freund Professor Gerd Volkert, den ich ganz herzlich willkommen heiße. Gerd Volkert ist ja, Sie haben den Lebenslauf sicher noch im Kopf, seit 20 Jahren Professor an der ETH, 1991. Er leitet das Kolleg heute, das er ist Pharmazie-Professor ursprünglich. Er leitet heute das Kollegium Helveticum. Das Kollegium Helveticum ist eine interdisziplinäre Organisation, die gehalten wird von der ETH Zürich und von der Universität Zürich, also von beiden zusammen. Da gibt es gute Leute, haben die Ehre, dort herauszuwerfen, gerade bestimmte Zeit, wenn man da nicht fast berühmt werden muss. Und Gerd Volkert ist aber auch eine der Stützen der Stiftung Akademie Heidelberg. Dafür danke ich ganz herzlich. Er ist dieses Jahr auch Präsident, Co-Präsident zusammen mit Heine Murren für das Programm 2011, das im September stattfinden wird. Und personifizierte Medizin, also Gentechnologie und diese schönen Sachen, die in die Zukunft gerichtet sind, werden wir dort behandeln. Wir haben auch noch dieses Jahr 10 Jahre Akademie Heidelberg. Und wir werden uns auch dieses Jahr, wir werden nächstes Jahr das Thema Urbanisierung machen. Und dann müssen wir uns überlegen, was dann 2013, wenn man heute entscheiden müsste, würde man sicher etwas mit Energie oder Ähnlichem machen. Das werden wir sehen. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Sie noch vielleicht auch nicht darauf fragen. Ist jemand da, der zum Mittagessen nicht sicherlich bleiben kann? Okay, besten Dank. Das habe ich fast vermutet. Sie haben es ja angekündigt schon. Jetzt freue ich mich aber, den Mensch als Generator etwas näher zu hören. Auch etwas, was uns vor Jahren vermutlich noch spanischer vorgekommen wäre, als es heute ist. Es ist immer noch spanisch. Aber wenn ich mal heute nach Hause gehen kann und weiß, dass ich in Zukunft mein Handy laden kann, indem ich einfach irgendwo rumlaufe, dann wäre das so schön. Und Energie ist ein spanisches Thema im Moment, nicht nur in Japan, aber das hat es noch verstärkt. Energie abschalten ist ja schon schön, aber niemand will ja weniger Energie brauchen. Also woher kommt sie dann? Also, aber heute ist das noch nicht heute unser Thema, aber ist sicher auch wieder mal spannend, dieses Thema zu behandeln. Jetzt freue ich mich aber gern, dir das Wort geben zu dürfen. Vielen Dank. Lieber Dominik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die netten Worte zur Einführung. Ich werde versuchen, mich dem gerecht zu erweisen. Es geht um Energie. Das hat im Moment eine interessante Konnotation, wenn wir die Energien, die in Japan produziert werden und jetzt zum Teil nicht mehr nutzbar sind, betrachten. Das hat auch eine sehr interessante Konnotation, wenn wir uns selber betrachten. Ich war gestern gerade an einer Management-Tagung am Gottlieb-Duttweiler-Institut, wo es um solche Fragen ging. Und interessanterweise haben einige Leute dort über ihren persönlichen CO2-Fußabdruck berichtet. Eine interessante Übung für einen selber, sein Haus und seine Umgebung und sich selbst und seine Familie einmal zu analysieren. Und was noch interessanter war, dass alle Vorträge, die ich da gehört habe, vergessen haben, das, was wir heute so gerne benutzen, du hast das Handy schon genannt, ich mit meinem schicken Apple hier, den persönlichen IT-Fußabdruck in Erwägung zu ziehen. Und das ist schon eine sehr interessante Größe. Es gibt Vergleichszahlen, die sagen, dass der persönliche Energieverbrauch bei IT-Anwendungen ungefähr dem entspricht, was man pro Jahr persönlich auch an Reisen, Flug, Bus, Auto und so weiter aufwendet. Und das hat man sich, glaube ich, noch nie selber überlegt.
Ich hatte neulich die Gelegenheit, in Holland mir den neuen Google-Server anzuschauen, und das ist in einer Größenordnung, die den Energieverbrauch von einer Stadt von 80.000 Einwohnern hat. Von diesen Servern braucht Google für Europa, glaube ich, 12 Stück. Weltweit, das kann man sich ausrechnen, wie viel man da braucht. Und wenn wir uns überlegen, dass wir eine extreme Zunahme an Informationen pro Tag haben, die im Web auftaucht, und dass wir nach wie vor verlangen, dass wir Google suchen mit Response-Zeiten von 0,03 Sekunden oder sowas haben wollen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was man tun muss, um auf einem Server eine solche Informationsdichte und eine solche Informationszuteilungsgeschwindigkeit bereitzuhalten bei exponentiell ansteigenden Webpages pro Tag. Das heißt, da sind wirklich hinter jeder Abfrage, die Sie auch persönlich machen, da stecken einfach Kilokalorien dahinter. There is no free lunch, das ist einfach die Message, und viele Leute versuchen uns das Gegenteil zu erklären. Websuchen sind eben nicht energiefrei. Also Energie ist ein Thema, wie du schon eingeführt hast, was uns täglich in extremer Breite berührt, und ich möchte jetzt abheben auf einen zum Teil, wie Sie sehen werden, jetzt noch ironisch und spöttisch klingenden Hypothesen, die aber in kurzer Zeit, das ist meine Überzeugung, zu unserem Alltag gehören werden, dass wir aus uns selber versuchen, Energie zu generieren. Und das würde man als Energieharvesting, Energieernten im weitesten Sinne bezeichnen. Es geht also um dieses Energy Harvesting. Beginnen wir mit einigen Fundamentalien. Warum können wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir Energie aus unserer Lebensweise, aus unserer Bewegung, aus unserer Umwelt gewinnen wollen? Natürlich tun wir das, und das tue auch ich hier, und das tue auch ich hier nicht unreflektiert, sondern auch mit einem ironischen Hintergrund, aus einer anthropozentrischen Sicht. Wir neigen ja dazu, den Menschen in den Mittelpunkt aller Systeme zu stellen. Das beginnt bei dem berühmten Vitruvschen Bild, Sie kennen den im Kreis, der Mensch im Mittelpunkt aller Dinge. Und wir nehmen uns grundsätzlich selber als Referenzsystem für alles. Das muss man immer im Kopf behalten. Die Natur, wenn ich ein wenig einen depressiven Sonntagnachmittag habe, die Natur interessiert sich in gar keiner Weise für mich. Die interessiert sich nicht mal für die Spezies Mensch. Die orientiert sich an vollkommen anderen Gesetzen. Aber wir als denkende Wesen haben uns in den Mittelpunkt gestellt. Was ist unsere grundlegende Eigenschaft, die ganz bedeutend für eine solche Position ist? Die grundlegende Eigenschaft ist, wir leben. Das ist physikalisch nicht trivial. Weil wenn wir mal vom Bewusstsein und Ich-Begriff und sowas absehen, hat ein Stein, ein solider Basalt oder Granit Mühe damit, sich selber zu verorten in unserer Welt. Zumindest wenn er das in Tagebüchern niederlegt, wissen wir nicht, was er schreibt, weil wir es nicht lesen können. Das würden wir also nicht als Lebensbegriff subsumieren, sondern Leben besteht physikalisch gesehen aus einem dissipativen Prinzip. Wir haben Energie, Input, wir konsumieren permanent Energie, wandeln sie um und geben sie wieder nach draußen. Biochemisch gesehen ist der Mensch eigentlich ein Stück Schlauch. Nichts anderes. In diesen Schlauch gießen Sie irgendwelche Sachen rein. Ich bin Apotheker, wie Sie gehört haben. In diesen Schlauch gießen Sie Moleküle rein, und im Inneren des Schlauches werden diese Moleküle absorbiert, transformiert, für irgendetwas gebraucht, und den Rest, den Sie nicht brauchen können, strahlen Sie nach außen ab oder atmen Sie nach außen ab. Und das ist dieses dissipative System. Wir haben also, und Sie sehen das auf der linken Seite, ein Fließgleichgewicht, ein zeitabhängiges Fließgleichgewicht, was ein offenes System ist und was eine Homöostase als wesentliches Element hat. Eine Homöostase heißt, der Input und der Output an Energie muss in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, sonst fliegen sie in die Luft
oder sonst werden, ja, am einfachsten könnte man sagen, sonst werden sie hypercholerisch oder sonst begeben sie sich in Richtung einer Starre. Leben, das ist das Zitat, ist ein Vorgang, der sich für den erwachsenen Organismus als kontrolliertes, stationäres Fließgleichgewicht mit bestimmten Inputs und Output als notwendige Voraussetzung in nicht oder nur teilweise abgeschlossenen Systemen weit ab vom toten thermodynamischen Gleichgewicht abspielt und nur durch energieverbrauchende chemische Prozesse aufrechterhalten wird. Das heißt, wir verbrauchen permanent Energie. Wir haben gerade Energie aufgenommen, diese wunderbaren, auf der Zunge zergehenden, spinatgefüllten Grützli und Chlevisse, der also ein relativ hohes Kalorienpotenzial hat. Alkohol wird sehr schnell und sehr gut transformiert von der Leber. Und der Nachteil der Leber ist, wie wir alle wissen, man kann sie noch trainieren. Das heißt, man kann sie auch noch effizienter machen. Sodass diese Energiekonsumation tatsächlich für den Körper, dass der ganze Körper darauf ausgelegt ist, sowas zu haben. Betrachten wir dem entgegen auf der rechten Seite ein thermodynamisches Gleichgewicht. Ich bin jetzt einmal spöttisch im Gegensatz zu Apothekern, für Physiker das Arbeitspferd oder Gleichgewichte, thermodynamische Gleichgewichte, das ist wunderbar. Das ist ein geschlossenes System. Und in geschlossene Systeme kommen, wie wir alle wissen, irgendwann zur Ruhe. Wenn sich nämlich dieser Ausgleich eingestellt hat und dann sind wir in einem Gleichgewicht. Das mag aus bestimmten weltanschaulichen Gründen bevorzugt sein, das ist dem Leben ausgesprochen abträglich. Weil wir müssen einen permanenten Durchfluss an Energie haben, um überhaupt weiterleben zu können. Und Sie können diese Energie wörtlich nehmen als Kilokalorien, Sie können auch in anderen übertragenen oder metaphorischen Sinne die Information als Energie nehmen. Es gibt auch diese Auffassung, dass ein Informationsfluss, ähnlich wie ein dissipativen Gleichgewicht, ein Energiefluss ist. Und das wäre wichtig, dass wir zu Beginn den Menschen als dissipatives System begreifen. Wie sieht sowas rein technisch aus oder chemotechnisch aus? Da müssen wir nicht durch das ganze Diagramm durchgehen. Von außen diese von oben rechts anfangend nach links den Rand hinunterlaufen und wieder rechts enden, ist das Blut, die Blutkapillaren, die unsere Stoffe transportieren. Dort werden hineingespeist Eiweiße, Kohlenhydrate, also Zucker und Fette. Die kommen aus dem Inneren des Schlauches, das heißt unser Intestinum baut alles das, was wir zu uns nehmen, ab und zerbricht es in diese einzelnen Bestandteile und speist das in das Transportsystem, in das Blut ein. Und von dort beginnt dann eigentlich das, was der Körper macht, nämlich Energieproduktion. Und Sie sehen unterschiedliche Energiesysteme. Aus der Glykolyse kriegen wir 2 ATP raus, aus dem Zitronensäurezyklus. Das ist dann zusammen mit der Atmungskette eigentlich das, der Energielieferant. Das sind 34 ATPs. Was ATP ist, eine bestimmte chemische Verbindung, Adenosintriphosphat, die durch das Runterspalten der Phosphatreste nachher wieder an den entsprechenden biochemischen Mechanismen im Körper Energie freisetzen kann. Das muss uns jetzt nicht interessieren. Wichtig ist, wir haben hier einen chemischen Weg, um Energieträger im Körper zu produzieren. Dieser graue Hintergrund, das ist ein Mitochondrium. Und Mitochondrien sind die Energiezentralen in unserer Zelle. Das sind die Körperchen in jeder unserer Zelle, die Energielieferanten sind. Das ist eigentlich das Wichtige. Das heißt, in den Mitochondrien wird das ATP, dieser Energieträger, die Energiewährung, da werden die Franken produziert, die uns anschließend als Organismus am Laufen halten. Und das sind auch die schlimmsten Krankheiten, wenn Sie dort Unterbrüche haben, dann haben wir ein fundamentales Problem, weil dann die Energielieferanten nicht mehr da sind. Man kann sich das sehr schön zeigen oder klar machen, wie das übertragen wird. Hier haben wir beispielsweise ein
Energieüberträger am Herzen. Das ist eine Arbeitsgruppe an der ETH von Schlattner und Wallimann, die einmal für einen Herzmuskelbetrieb das herausgefunden haben, wie dort die Energieübertragung stattfindet. Wir haben auf der linken Seite in dem Bild wieder das Mitochondrium, dort wo der ATP als Energieträger hergestellt wird. Und dann läuft das über eine bestimmte chemische Verbindung. Das Kreatinin läuft dann bis zu diesem zytosolischen ATP-Verbrauch, da wo die Energie wieder umgewandelt wird in ein nicht energiereiches Teilchen. Das wird wieder zurückgespiesen zum Mitochondrium und das Mitochondrium baut wieder neue Energie auf. Wir haben also im Menschen auch einen Kreislauf, der, das ist der alte Gag, Mars bringt verbrauchte Energie zurück, der also die verbrauchten Energieteilchen wieder rezykliert und sozusagen wieder im Mitochondrium mit neuer Energie auflädt. Das Ganze kann man ein bisschen verkomplizieren, das ist dann die tatsächliche Muskelarbeit und was mich daran ausgesprochen fasziniert ist, dass der menschliche Organismus und natürlich nicht nur der menschliche Organismus, sondern die gesamte belebte Welt es verstanden hat, in einer evolutionären Strategie, die wir beispielsweise noch nicht vollständig verstanden haben, bei weitem nicht vollständig verstanden haben, es geschafft hat, diese chemische Energie in Motorenergie umzusetzen. Das heißt, die chemische Energie würde ja nichts nützen, wenn wir nicht zusätzlich uns noch bewegen könnten. Das heißt, es muss Muskelarbeit geleistet werden und nicht nur Muskelarbeit im Sinne von den Standardmuskelarbeiten, die wir kennen, sondern auch eine unwillkürliche Muskelarbeit, die wir häufig vergessen. Nämlich, wir spüren eine ganze Reihe unserer Muskeln nicht. Unsere Atemmuskulatur spüren wir nicht, sondern wir spüren, dass wir atmen. Unsere intestinale Peristaltik, diese Muskulatur, spüren wir nicht. Wir würden verrückt, wenn wir alles das, was in uns arbeitet, tatsächlich spüren würden. Deswegen hat die Natur oder die Evolution hat diese Dinge herausgenommen. Das gilt im Übrigen auch für Geräusche und das gilt auch für Schmerzen. Die Kniegelenke reiben, auch beim Säugling, nicht nur bei mir. Ich kann das jetzt schon als Ausrede benutzen beim Skifahren oder so. Das ist, die Kniegelenke reiben, dort wird permanent Schmerz erzeugt, dort wird permanent Abrieb erzeugt, motorische Arbeit, Geräusche und so weiter und so weiter. Alles das nehmen wir nicht wahr, weil unsere Wahrnehmung im Laufe unserer ontologischen Entwicklung so designt worden ist, dass wir das nicht spüren würden, weil wenn wir das permanent kognitiv verarbeiten würden, würden wir natürlich verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben einen Automatismus bezüglich dieser Energie. Auch hier will ich nicht im Detail durchgehen, was da passiert. Sie sehen bestimmte chemische Elemente, die an Organellen, an diesen einzelnen Myosinkörperchen und den Myosinketten zusammen mit dem Tropomyosin und so weiter, Troponin C, einem großen Eiweißmolekül, so zusammenarbeiten, dass deren energetische Aufladung oder deren Potenzial umgesetzt wird in mechanische Arbeit. Und das ist das Entscheidende bei der Muskulatur. Und wie bei jeder mechanischen Arbeit wird dabei auch Wärme produziert, Reibung produziert und so weiter und so weiter und so weiter. Sie müssen gegen den Kontext arbeiten. Vieles von dem fällt in wässriger Lösung an. Bei wässriger Lösung erzeugen Sie automatisch Wassermoleküle, die Sie nicht mehr lokalisieren können. Wenn Sie delokalisierte Wassermoleküle haben, müssen Sie Entropie erzeugen. Sie erzeugen also einen Teil von Energie, die Sie anschließend sozusagen nicht mehr gebrauchen können. Wo geht die hin? Was passiert damit? Das alles ist ein bisschen eine Vorbereitung für das, was ich Ihnen jetzt eher plakativ zeigen möchte. Und das ist das Energy Harvesting. Und es gibt eine grundlegende Schrift, die schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angedacht worden ist. Und hier jetzt von Anson Rabindach publiziert wurde, aber auch schon Mitte des letzten Jahrhunderts. Das heißt The Human Motor.
betrachten wir den Menschen als Maschine, als, nicht nur als Maschine, sondern als Motor. Eine bewusste Abstraktion, wir wehren uns ja sonst dagegen, als Maschine betrachtet zu werden, aber für diese Betrachtungsweise des Energy Harvesting kann man das einmal tun. Und es geht um Energy and Fatigue, das heißt Energieproduktion und Ermüdung. Wir alle kennen den Ursprung aus der Kombination von Energie und Ermüdung. Das ist Sisyphus. Sisyphus, den wir heute in der Regel einmal als psychologische Metapher verwenden, zum anderen als, zumindest ich, als administrative Metapher verwenden, weil mir das oft als Sisyphus-Arbeit vorkommt. Und ich möchte hier zitieren aus dem 11. Gesang der Odyssee von Homer: und weiter sah ich den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, fortschaffen wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmend stieß er den Block hinauf auf einen Hügel, doch wenn er ihn über die Kuppe werfen wollte, so drehte ihn das Übergewicht zurück. Von neuem rollte dann der Block, der Schamlose, ins Feld hinunter, aber er stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannen, und es rann der Schweiß ihm von den Gliedern und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. Das ist klassische Newtonsche Physik, was wir hier sehen. Eine wunderbare Beschreibung dessen, was passiert, wenn Sie ein Objekt von einer bestimmten Schwere transportieren wollen, welche Energie Sie darauf aufwenden wollen, welche Abwärme Sie produzieren und welche Exkremente Sie produzieren, nämlich den Schweiß, der anschließend Ihre Körperoberfläche bedeckt und der eigentlich auch zur Kühlung dient, weil sie diese Abwärme in irgendeiner Weise kompensieren würden. Das wäre also das Urmodell des mechanischen Arbeiters. Nun, das hat man in die Moderne übersetzt. Hier sehen Sie den dänischen Sisyphus. In dem Crown Plaza Towers in Kopenhagen kriegen Sie Prozente, wenn Sie sich unten im Gym, heißt es heute, im Gym auf ein Fahrrad setzen und Energie produzieren, dann können Sie auf diese Weise Ihren Zimmerpreis reduzieren oder sich einen Lunchcheck für den Abend einwerben oder das Schwimmbad, was geheizt ist, verbilligt benutzen. Wirklich keine blöde Idee. Das ist ja letztendlich dann doch keine Sisyphusarbeit, weil es müssen immer wieder neue aufs Pedal, aber Sie erreichen damit natürlich, dass Sie sich zum einen das, was Sie anschließend wieder verfressen, Entschuldigung, erarbeiten vorher, und das, was Sie im Schwimmbad als angenehme Temperierung empfinden, sich erarbeiten und gleichzeitig dadurch energiebewusster werden. Ich habe erfreulicherweise gesehen, dass das auch in die Schweiz Einzug gefunden hat. Nicht in einem Hotel, sondern vorgestern war ich an einem Ort, wo ich blöderweise das nicht fotografiert habe. Vielleicht war ich auch zu schamhaft, das zu tun, in einem Fenster eines großen, bekannten Warenhauses in der Nähe des Bahnhofs in Bern, kann man in einem Schaufenster von einer großen, bekannten Bekleidungsfirma sich einen Anzug erstrampeln oder zumindest auf dem Rennfahrrad, was da steht. Man wird natürlich motiviert durch die ganzen Leute, die davor stehen und gucken. Ja, jetzt ist er bei der Krawatte oder so. Wie lange hält er das durch? Will er auch noch groß sein? Kann man sich auf einem auch wiederum gesponserten modernen Rennfahrrad, kann man sich sozusagen die Kalorienenergie gleich franken. Wir haben das eben schon so ein bisschen thematisiert. Kann man sich die Kalorien erwerben, die zu einem verbilligten, rabattierten Erwerb eines neuen Anzugs dieser Firma führen. Also das ist im Prinzip die gleiche Philosophie. Auch da geben Sie einen Teil dieser Energie zurück, die Sie durch den Erwerb des Gutes ja schon haben vorher reinstecken müssen, dass Sie es überhaupt kriegen. Und jetzt ist es ja spannend, dass das alles darauf beruht, wie wir am Anfang gesehen haben, dass wir nur das ausnutzen, dass wir eigentlich leben. Wir sind chemisch
physikalisch gesehen dissipative Systeme, die als fundamentalen Prozess haben Energiekonsumation und Energieoutput. Und das ist an sich ein völlig logischer Gedanke, dass wir mit diesem Energieoutput irgendetwas anstellen können. Wir stellen dauernd irgendwas damit an. Die Frage ist, können wir auch irgendwas Sinnvolles damit anstellen? Alles das, was wir sonst tun, Excel-Sheets ausfüllen, SAP-Kategorien etablieren, Kreditpunkte vergeben oder sonst irgendwas, ist selbstverständlich auch eine Tätigkeit. Es gibt daneben noch sinnvolle Tätigkeiten. Es gibt tägliche Tätigkeiten, die unabdingbar sind. Bücherschrank aufräumen und so Dinge. Alles das geht eigentlich auf dieses Energiekonto. Jetzt haben sich ein paar Leute Gedanken darüber gemacht, wie man das sinnvoller ausnutzen könnte. Auf der linken Seite sehen Sie die Moderne. Das ist die Klassik. Das ist das, was wir heute tun oder tun sollten, was mich betrifft, tun sollten, um in einer Moderne einigermaßen attraktiv zu bleiben. Das heißt, wir tun alles, um möglichst viel Energie zu verschwenden, damit diese Energie, die wir durch unser Essen und Trinken produzieren, nicht in unserem Körper für schlechte Zeiten angespart wird. Das, was wir am meisten hassen an unserem eigenen Körper, ist ein Energiesparkonto. Dieses Energiesparkonto drückt sich normalerweise in Form von Pirellis aus, die in schlechten Zeiten wieder in Energie umgewandelt werden können. Das ist ein Erbe aus unseren schlechten Zeiten. Sie müssen sich vorstellen, unsere Vorfahren haben noch nicht so günstig gelebt, sondern als wir dann aus dem Dschungel in die Savanne gegangen sind und dieses ganze Elend mit diesem aufrechten Gang angefangen haben, aus dem Grund, weil die Proteine im Dschungel viel, viel, viel schlechter verteilt sind als in der Savanne, weil sie im Dschungel keine Großtiere haben, die sie so gemütlich jagen können. Da hat das angefangen, dass wir große Perioden oder niedrige Frequenzen von gutem Essen und gar nichts Essen gehabt haben. Das heißt, sie haben ein großes Tier gejagt und erlebt und haben 3 Tage nur gegessen. Sie haben 6 Wochen gar nichts gegessen, bis sie das nächste Tier erwischt haben. Das ist heute eine völlig geänderte Frequenz. Wenn Sie heute durch eine Großstadt gehen, müssen Sie sich schon, also ich, mich unheimlich an Riemen reißen, nicht permanent zu essen. Das Schlimmste, was mir da begegnet ist, ist Peking. Das ist die schlimmste Stadt überhaupt, weil Sie haben teilweise 400 bis 800 Meter lange Garküchen, die sich die Straßen entlang ziehen. Und wenn man so gerne isst wie ich, muss man sich überlegen, ob man da leben möchte. Und für alles gibt es eine gute Begründung, dass man an jeder Garküche etwas probieren möchte. Das heißt, wir haben ein permanentes Angebot. Selbst wenn Sie spät nachts in Zürich am Bahnhof ankommen, finden Sie mindestens noch einen aktiven Automaten, der gefüllt ist mit Energie, wo Sie noch irgendetwas rauslassen können. Also müssen wir diese Energie wieder loswerden. Was ich verblüffend festgestellt habe, ist, dass bei den Gyms auf der linken Seite, diese modernen Trainingscenter, noch niemand zu einem Trainingscenter an eine Energieproduktion, die zum Beispiel Batterien füllt, angeschlossen hat. Da diese Leute gute Geschäftsleute sind und beileibe nicht dumm, kann ich nur interpretieren, Einspeisung von persönlicher Energie ist Intellectual Property. Und das ist ein juristisches Minenfeld. Also könnte ich mir vorstellen, mögen täten die schon wollen, wie der Herr Valentin gesagt hat, bloß können haben sie nicht dürfen. Das heißt, das Anschließen von solchen Maschinen an einen Gym zum Energielieferanten zu machen, ist juristisch problematisch. Nun gibt es auf der anderen Seite das Beispiel der Kaufhäuser, die vor 40 Jahren schon angefangen haben, die menschliche Abwärme in ihren Klimaanlagen zu benutzen, um das Kaufhaus zu wärmen.
Das weiß kaum jemand, der da reingeht, findet aber permanent statt und funktioniert hervorragend. Ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen, an der Kasse Rabatt zu verlangen, aber technisch wäre das natürlich unter diesen Intellectual Property oder Property Rights natürlich möglich. Man hat das schon mal ausgenutzt, allerdings unter etwas anderen Rahmenbedingungen. Die sehen Sie auf der rechten Seite. Das war die berüchtigte Threadmill. Threadmill war eine britische Erfindung, um nicht zu sagen englische Erfindung oder des British Empires, mit der Strafgefangene davon abgehalten wurden, auf unproduktive Weise ihre Energie zu verschwenden, zum Beispiel in Schlägereien oder durch Rumsitzen oder durch irgendwas anderes machen, sondern die wurden auf eine Threadmill gebeten, das sehen Sie oben, und auch durch Unterstützung mit der neunschwänzigen Katze ein wenig am Laufen gehalten, sodass diese Threadmill durch die menschliche Bewegung Energie produzierte und die mussten sich auf diesen Threadmills gefesselt übrigens abarbeiten. Und das war eine furchtbare Sache, weil die Berichte zeigen, dass man die Leute auch einfach hat hängen lassen. Wenn jemand nicht mehr konnte, dann hing der halt so eine Zeit lang in der Mühle und ob da noch Knöchel übrig blieben anschließend und so, das ist nicht so genau überliefert, wahrscheinlich nicht. Die Wertigkeit des Menschen zu dieser Zeit war eine andere, als wir die heute haben. Das war ein fundamental inhumaner Strafvollzug. Das, was die auf den Threadmills gemacht haben, die haben Korn gemahlen, die haben Schleifsysteme angetrieben und so weiter und so weiter. Das waren große Produktionsstätten, die auch, und das ist eine gewisse Schattenseite der englischen Industrialisierung, für Industriegüter benutzt werden konnten. Alles, was sich mechanisieren lässt, konnten sie über diese Threadmills betreiben. Eine moderne Threadmill, die ästhetisch noch unbefriedigend ist, sehen Sie hier. Das ist ein amerikanischer Entwurf für einen energiefreien, in Anführungszeichen, oder nicht öffentlich benutzenden Notebook. Sie haben einen Tisch, der an ein Fahrrad angeschlossen ist und Sie können das Notebook drauf platzieren. Und solange Sie noch Energie in den Oberschenkeln haben, gelingt es Ihnen, Ihre E-Mails zu beantworten und sonst müssen Sie eben Schluss machen. Wir berücksichtigen hier nicht, und darauf kommen wir vielleicht in der Diskussion noch zu sprechen oder sonst, Sie können mich jederzeit unterbrechen zwischendurch. Und dafür ist das ein recht anschauliches Beispiel. Die Energie, die Sie in Ihren Oberschenkeln haben, hängt nicht zuletzt auch davon ab, eben nicht nur vom Energieinput über das Essen, das Sie vorher hatten, ob Sie Lust haben, das anzuschauen, was Sie da auf dem Bildschirm sehen. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrem Vizepräsidenten kriegen, wie ich heute Morgen im Zug, verlieren Sie automatisch die Lust, weiterzutreten, weil Sie möchten vielleicht lieber, dass der Computer erblindet. Wenn Sie etwas Angenehmes sehen, was Ihnen Spaß macht auf dem Bildschirm, dann treten Sie so lange weiter, bis Sie zufrieden sind mit dem, was Sie da gesehen haben. Das heißt, wir haben eine zweite wesentliche Komponente, die unsere Energie antreibt und das ist auch etwas, was wir umgangssprachlich permanent benutzen in der Metapher Energie, in unseren Worten, um unser Gefühl zu beschreiben. Ich habe heute viel Energie. Das heißt, wir haben eine mentale Komponente, die unserem Körper sagt, für eine bestimmte Aktion musst du jetzt noch so und so viel an Muskelarbeit aufwenden. Und das ist eine wichtige zweite Komponente, die dem Menschen, zumindest soweit wir wissen, über zwei Wege zur Verfügung steht. Nämlich einmal über einen intuitiven Weg, den jedes Tier hat, nämlich die Fluchtreaktion. Sie müssen in ganz schlechten Situationen bereit sein, innerhalb kürzester Frist einen hohen Energieeinsatz zu wagen, um von einem bestimmten Ort wegzukommen. Also die Fluchtreaktion. Wir haben aber noch eine kognitive Reaktionsmöglichkeit. Wir können uns überlegen, dass wir bestimmte Bereiche haben, in die wir jetzt mehr Energie einsetzen wollen. Ob wir uns das selber überlegen, auch das ist eine Debatte vielleicht fürs Mittagessen, die ich gerne mit Ihnen führe, ob wir uns das überlegen, ob oder ob unser Körper unserem Gehirn sagt,
Du, ich habe mir Folgendes überlegt und möchte dir das jetzt mitteilen. Und es wäre mir noch sehr angenehm, wenn du das so sehen würdest, dass es deine eigene Idee gewesen wärst und dem Ich mitteilst, dass es sich das überlegt hat und es nicht wieder anschließend auf mich zurückfällt. Das ist wahrscheinlich so die normale Version, wie wir funktionieren. Also vorgespiegelt kognitiv uns dazu entscheiden, Energie zu erwenden. Entscheidend ist, dass wir über einen gedanklichen Prozess, über einen mentalen Prozess in der Tat in unserem Körper Energie freisetzen können. Sie kennen alle diese Beispiele hier. Das ist jetzt ein Beispiel, was Nerds wie mich betrifft. Sie kennen andere Beispiele. Das ist Skirennen, Fußball, Schwimmen, alle möglichen Sportarten, wo Sie auch von Ihrem Trainer und teure Clubs wie Basel und Bayern München können sich Spezialisten leisten, von ihrem Trainer genau auf den Zeitpunkt auch mental eingestellt werden müssen, dass sie im Europacup die maximale Leistung bringen. Und die maximale Leistung bringen heißt, dass sie sowohl körperlich wie seelisch einen Hochenergieeinsatz liefern müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist also die Metapher hinter diesem Human-Powered Home. Nun, das Ganze hat dazu geführt, dass sich kleine Firmen in der Hauptsache Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man das jetzt praktisch umsetzen. Und davon zeige ich Ihnen jetzt noch ein paar Lösungen. Und das ist eine schon sehr gängige Lösung, Biomechanical Energy Harvesting, Bionic Power Incorporated, sitzt natürlich in Kalifornien, wo sonst, und hat großen Zugriff auf die Leute, die morgens in Monterey oder in Carmel den Strand runterlaufen, um ihr Morgenjogging zu machen, und gibt denen ein Gerät mit, was jeweils beim Einknicken des Kniegelenkes einen kleinen Generator betreibt. Und mit diesem Generator können Sie das, was Sie an iPads oder iPhones oder so etwas mitführen und wo Sie während des Laufens Musik hören, gleichzeitig wieder aufladen. Interessant dabei ist, und das nehme ich jetzt anekdotisch, dass jüngst eine Marathonläuferin, die Siegespalme aberkannt wurde, weil sie während des Laufens Heavy-Metal-Musik gehört hat. Nachweislich führt Rockmusik und Heavy-Metal-Musik, streiten uns jetzt nicht über die Stile, dazu, dass sie emotionell mehr Energie über den Rhythmus bereitstellen können, als wenn sie die nicht hören. Demzufolge ist es nach amerikanischer Gesetzgebung als mentales Doping ausgelegt worden und demzufolge wurde ihr der Titel natürlich aberkannt. Ist aber eine ganz klare Sache, ich habe meine jungen Mitarbeiter, die sowas permanent machen, interviewt und die laufen nur mit diesem Knopf im Ohr, weil das sehr viel einfacher geht. Und das ist eine Mischung aus Mental Empowerment, wie die Amerikaner sagen, und einer Ablenkung von der Mühe des Laufens. Man kann sich gleichzeitig leichter davon distanzieren. Wir haben hier also beides, dass wenn Sie über Ihre Lauftätigkeit, über Ihren Energy Output, dadurch, dass Sie sich bewegen, über Ihre Muskelarbeit, also letztendlich die Übersetzung der chemisch erzeugten ATP-Moleküle in elektrischen Strom, Ihre Handys und ihre Musikspieler wieder aufladen, die ihnen dann gleichzeitig mentale Energie liefern, damit sie das länger durchhalten. Das finde ich ein sehr interessantes, zyklisches Konzept. Klassisches Energy Harvesting. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel über Energy Harvesting, das aus historischen Befunden, aus experimenteller Archäologie kommt. Auch ein sehr interessantes Beispiel. Sie alle haben das in Asien vielleicht schon gesehen. Tut mir leid, dass es ein bisschen dunkel ist hier auf dem Dia. Diese junge Dame trägt an dieser Bambusstange zwei sehr schwere Lasten. Einen Korb hinten und hier vorne diese ganzen 1,5 Liter Flaschen mit Getränken.
Und Sie wissen das selber, das muss ich Ihnen gar nicht sagen, Ihr Körper sagt Ihnen das schon, wenn Sie in eine schnelle Schrittbewegung kommen mit diesen Lasten, dann wippen die. Und da hat sich genau jemand überlegt, dass das eigentlich eine Energieerzeugung ist über den Beschleunigungsrhythmus des Körpers, der jeweils diesen Lastarm an der einer bestimmten Stelle beschleunigt, die man in Form eines Rucksacks ausnutzen könnte beim Wandern. Und genau das sehen Sie oben rechts. Dieser Rucksack hat ein über ein Schienensystem integriertes Generatorsystem, was genauso in diese Wippbewegung gerät, wie diese Bambusstange unten, die seit 2.000 bis 3.000 Jahren in Asien der Standard eigentlich ist. Und diese Energie im Rucksack wiederum für Ihre Cellphones, für Ihren Rechner, für alles das speichert, was Sie brauchen. Beim Jogging wird das natürlich noch sehr viel intensiver, aber das geht auch bis hin zum Bergsteigen und so weiter und so weiter. Also auch eine sehr, sehr interessante ontologische Erfahrung oder entwicklungsgeschichtliche Erfahrung der menschlichen Bewegung getriggerte Energieernteform. Hier sehen wir nun eine Energieernte, die versucht, das ist so im Moment diese integralen Systeme oder integrierbaren Systeme aus Architektur und Stadtplanung und Energy Harvesting für den Menschen, wo man versucht, das Ganze zu einem kompletten System zu machen. Und da geht es um die morgendlichen Arbeitswege. Ich habe das auch gestern beim GDI wieder gehört. Wir haben ein Riesenproblem, weil wir zu erfolgreich pendeln in der Schweiz. Wir haben ein zu perfektes Pendelsystem, was jetzt langsam an die Grenzen kommt. Und dieses Pendelsystem würde auch förmlich dazu geeignet sein, Energy Harvesting zu machen. Hier sehen Sie einen Vorschlag für Fahrräder. Das Fahrrad auf der linken Seite ist so vom Design her ein einigermaßen normales Fahrrad, hat aber ein Generatorsystem integriert. Das heißt, wenn Sie Fahrrad fahren, erzeugen Sie Energie. Sie können das auch umschalten auf ein Elektromobil. Das heißt, Sie können Unterstützung beim Fahrradfahren kriegen, so wie das Bionix heute schon bei den Elektrovelos macht. Aber es hat noch die Besonderheit, dass das Fahrräder sind, die so gedacht sind, dass Sie die bei einer Bushaltestelle oder beim Bahnhof irgendwo aufpicken können und können damit zu Ihrem Bestimmungsort fahren. Das heißt, da setzen Sie unter Umständen Energie rein. Vielleicht holen Sie, wenn Sie Elektro fahren, noch Energie heraus. Item, Sie können dann aber an Ihrem Bestimmungsort das Fahrrad in eine Dockingstation stellen und diese Dockingstation wird entweder das Fahrrad aufladen oder gespeicherte Energie herausholen. Zusätzlich sind die Speichen dieses Fahrrades noch so designt, dass wenn Sie das in dieser Weise, wie Sie das rechts sehen, aufbocken, die als Windmühlen funktionieren. Das heißt also, das dreht permanent und lädt den Akku des Fahrrads auf und speist alles das, was zu viel kommt, auch noch in diese Bodenstation. Gleichzeitig ist die Oberfläche von dem Fahrrad mit Selenzellen so lackiert, dass Sie auch noch jeden Lichtstrahl ausnutzen und da reinstecken können. Das System wird jetzt in Holland zum ersten Mal aufgesetzt und die Idee wäre, dass man das mit einer kompletten Stadtplanung verbindet, wo Sie, wie Sie sehen, Hochbahnen, Häuser und so weiter, Bestandteile eines integrierten Energiekonzeptes sind, sodass Sie innerhalb eines solchen Energiezyklus mit diesem Fahrrad auch ohne schlechtes Gewissen Elektro fahren können, weil in der Summe Sie genügend einspeisen und über Windenergie und über Sonnenenergie wieder reinholen. Auch das wäre im weiten Sinne ein Energieharvesting-System, was sehr sinnvoll wäre in der Anwendung. Die Praxis liegt im Verordnungsweg und im juristischen Weg. Da kommen natürlich Maintenance und Diebstahl und Sachbeschädigung und so weiter und so weiter, alles als Elemente dazu. Nun, und quasi als Summary, wo ich dann langsam ende, haben Sie hier den Menschen, das ist nicht so ganz ernst gemeint, den man nun komplett als Energy Harvesting System ausnutzen könnte. Wir beginnen vielleicht einmal oben. Sie sehen, statt eines normalen Sonnenschirms
Um Ihr Haupt nicht zu sehr der Strahlung auszusetzen, tragen Sie ein Solarpanel, das schon über Ihr Handgelenk Energie in Ihren Rucksack einspeist. Natürlich den Suspended Load Backpack, also dieses asiatische Beispiel der Bambusstange, was Energie produziert. Sie haben auch auf dem Kopf eine Solarmaske, falls Sie den Schirm mal zumachen. Das kann man ästhetisch noch schicker gestalten, vielleicht als großen Hut oder so etwas. Sie tragen eine Atemmaske, weil sich auch das im Extremfall ausnutzen lässt. Das macht man schon zu anderen medizinischen und technischen Zwecken bei Jagdpiloten beispielsweise. Das sind Masken, die auf Atemdruck reagieren und dort auch Ventile schalten können und so. Das heißt, die Kraft des Ausatmens und Einatmens, was sie sowieso machen müssen, weil die ja leben wollen, können sie auch als Energieoutput benutzen. Sie haben dann an allen ihnen zur Verfügung stehenden Gelenken kleine Generatoren drauf sitzen. Das ist Hüftgelenke, Armgelenke, Kniegelenke, Knöchel, und so weiter und so weiter. Und das geht dann runter bis zu den Stiefeln, wo Sie in den Sohlen auch noch solche Systeme verstecken können. Also das wäre ein völlig autarker, energieautarker Mensch, der leider den Nachteil hat, dass den niemand kennenlernen möchte. Das heißt, Sie haben mit dieser Perfektion eine, wie soll ich das höflich ausdrücken, eine gewisse soziologische Dissonanz, die Sie überwinden müssen, um dort in den Straßen aufzutreten. Und das Ganze können Sie dann natürlich, sobald er damit noch nicht genügend Energie produziert hat, kann er noch ein weiteres tun und kann sich natürlich noch auf sein Fahrrad setzen in einem Gym und kann in diesem vollen Anzug an der hellen Sonne nach Möglichkeit Energie produzieren. Das ist meines Wissens noch nicht realisiert worden. Was ich interessiert wäre zu erfahren ist, und da liest man relativ wenig darüber, ist der Reibungswiderstand eines Generators. Denn diese mechanische Energieerzeugung hat ja auch damit zu tun, dass Sie über einen bestimmten Widerstand diesen Generator bewegen müssen. Wenn ich mir nun vorstelle, dass ich an jedem mir zur Verfügung stehenden Gelenk einen solchen Generator sitzen habe, bin ich nicht ganz sicher, mit welcher Effizienz ich mich noch vor Ihnen bewegen könnte oder ob das nicht genau das Abbild der Umkehrung wäre. Wenn wir in Robotern solche Motoren einbauen, haben die immer so eine seltsame abgehackte Bewegung, weil sich das nicht genügend perfekt übertragen lässt. Aber es mag sein, dass wir dann ein wenig unseren körperlichen Stil ändern müssten. Die Schweiz wäre ein hervorragendes Feld, um das auszuprobieren, nicht nur wegen den ganzen Kletterern und Mountainbikern, die wir haben, sondern, wie ich auch kürzlich gelesen habe, hat die Bahnhofsstraße die höchste Schrittgeschwindigkeit der Welt. Also von daher wäre das ein ideales Feld, um sich mit einem solchen Experiment auseinanderzusetzen. Gerne kann ich Ihnen die Files oder den Vortrag überlassen. Ich glaube, Beatrice wird das organisieren, sodass Sie dann auch noch die Literaturangaben haben für Ihr Selbststudium. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.